Let's Play mit Isa. Wir spielen hier so ein komisches Mühlespiel. Isa, lest doch mal vor, was da so jetzt zu tun ist. Das Spiel heißt Radmühle. Die zwei Spieler haben je drei Steine. Der eine helle, der andere dunkle. Diese Steine werden nun abwechselnd gesetzt. Ziel ist es, als erster auf den drei Schnittpunkten einer Radspeiche, also einer Linie, eine Mühle zu bilden. Gelingt das nicht auf Anhieb, darf nach dem Setzen der Steine nur gezogen und nicht gesprungen werden. Okay, dann gucken wir mal an. Also hier haben wir das Spiel. Hierher hatten wir die Steine. Und ich weiß gar nicht, wer anfangen soll. Ich oder du? Schlag mal was vor. Ach, fang du mal an. Ja, also ich weiß natürlich, wichtig ist natürlich der Stein in der Mitte. Mitte ist immer gut, denke ich mal. Also Mitte ist, also wenn du da jetzt was falsch machst, habe ich schon gewonnen. Ja, guck mal, und jetzt hast du ja schon gleich den besten Platz gesucht, ne? Ja, natürlich, so ich nehme mal den besten Platz, ja, logisch. Ach, ich nehme mal diesen hier, ne? Seite fällt dann für dich schon mal flach. Ja, ja, und aber für dich dann da. So, und jetzt ist ja die Frage, was machst du jetzt dann halt? Ja, ne? Jetzt blockiere ich dir den natürlich hier. Ja, das ist aber nicht so nett dann halt. Nee, ne? Nee. Ja, jetzt bin ich an überlegen, ob ich jetzt vielleicht dann dahin lege. Ach so, so hast du dir das gedacht. Ja, so habe ich mir das gedacht. Ja, dann mache ich dir aber jetzt einen Strich durch diese Rechnung mal da. Ja, aber ich darf jetzt nicht springen. So, wir haben jetzt alle Steine verteilt, wir haben die abwechselnd gesetzt. Und wie wir gerade gelesen haben, dürfen wir jetzt nicht mehr setzen. Das heißt, wir dürfen nicht mehr springen. Wir dürfen jetzt nur noch ziehen. Genau, also ich kann ja jetzt eigentlich den in der Mitte, kann ich jetzt in die anderen beiden dann da setzen. Aber ich setze jetzt mal den jetzt hier hin, so ein bisschen. Ja, na, na. So, jetzt bist du dran. Ja, und jetzt willst du natürlich, dein Ziel ist es jetzt natürlich, hier in dieser Linie, die willst du natürlich jetzt gerne haben, ne? Ja, und da mir das gerade überhaupt nicht gefällt, mache ich jetzt das. Ach so, ja, aber ich hätte da ja eh nicht hinkommen können, weil ich ja dann springen müsste. Dann halt, also da kann ich ja jetzt eh nicht drin hinkommen dann halt, ne? Ja. Ja, dann mache ich doch jetzt mal das da so. Ja, wenn du jetzt das machst. Also ich bin ja auch nur dabei, dir deine Pläne zu durchkreuzen hier, ne? Achso, ja, das ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Ich glaube, das Spiel, das geht unendlich lange, wenn man das dann immer hin und her macht dann halt, ne? Ja, vielleicht. Was könnte ich denn jetzt mal machen? Aber weißt du mal, ich bin mal so nett und mach mal das dann also. Ach so, ja. Aber irgendwas hast du dir da ja bei gedacht, ne? Ja, bis jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, wie man das Spiel gewinnen kann. Also bis jetzt weiß ich noch nicht, wie man das Spiel... Du würdest mir ja nie irgendwas schenken. Also das glaube ich nicht. Also irgendwas hast du da als Hintergedanken. Ich werde den Platz jetzt mal einnehmen. Also ja, das ist ja nicht nett, dass du meinen Platz einnimmst. Ja, deinen Platz nehme ich jetzt ein. Ja, ich weiß nicht, kann man da immer hin und her, kann man da irgendwie eine Zwickmühle machen? Also ich überlege gerade, wie man bei diesem Spiel eine Zwickmühle hinbekommt. Ja, halt, ne? Aber gleich stellt sich der Gedanke nicht mehr, weil freundlicherweise hast du mir diesen Platz hier freigemacht. Und ich mache jetzt natürlich dieses hier und wie ihr seht, habe ich jetzt hier eine wunderschöne gerade Linie und die hat er mir sogar selber freigeräumt. Das ist doch nett von ihm gewesen, oder? Also ich fand das wirklich nett, dass er mir den Platz freigeräumt hat. Naja, okay, ich habe jetzt verloren. Aber kann man das Spiel unendlich lange spielen? Das ist die Frage. Ob es da keine Möglichkeit gibt, dass beide unendlich lange spielen, wenn man das perfekt spielt. Naja, ihr könnt das Spiel ja auch mal spielen. Braucht aber nur sowas aufzeichnen und ein paar Steine holen. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ich wünsche euch Gottes Segen.